Herzlich willkommen zu diesem Video, liebe Freunde und Unterstützer, liebe Mitmenschen. Ich spreche heute mit meinem ärztlichen Kollegen Wolfgang Urmetzer aus Nürnberg über ein für manche wohl schon vergessenes Thema: Maskenatteste. Auch wenn jetzt die Pandemie-Maßnahmen beendet sind, die Leute wieder in die Biergärten gehen können und Feste feiern können, gab es ja bis vor wenigen Monaten noch die Maskenpflicht, unter der viele Menschen gewaltig litten, insbesondere Kinder, und auch nicht wenige zu Schaden gekommen sind. Und das sage ich jetzt auch gleich noch, auch wenn es ein anderes Thema ist, dass wenn die WHO mit ihren Plänen durchkommt, was wir natürlich durch weitere Aufklärungsmaßnahmen tunlichst verhindern wollen, dann können wir uns schon einstellen, dann wird es demnächst öfter Pandemien geben und solche Maskenpflichten können sehr schnell wieder herbeigerufen werden. Und ihr wisst ja, dass aktuell einige Ärzte vor Gericht stehen, weil sie hilfesuchenden Menschen Maskenatteste ausgestellt haben. Angeklagt sind diese Ärzte nach § 278 Strafgesetzbuch, in dem es um das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse geht. Ob solche Maskenatteste überhaupt Gesundheitszeugnisse sind, da können wir uns auch noch drüber unterhalten. Aber ich möchte heute mit Wolfgang Urmetzer sprechen, dessen Verfahren einen besonders krassen Fall darstellt, schon allein aufgrund der extrem hohen Zahl der angesetzten Gerichtstage. Und ich möchte ihn mal fragen, ich möchte ihn bitten, dass er sich kurz vorstellt und uns berichtet, was ihm zum Vorwurf gemacht wird. Lieber Wolfgang, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke, Ronny, dass du dir auch Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Mein Name ist Wolfgang Urmetzer. Ich bin Facharzt für Anästhesien, Naturheilverfahren und Akupunktur. Ich habe über 10 Jahre an einer Uniklinik in München gearbeitet, in unterschiedlichen Fachbereichen. Die letzten Jahre in der Anästhesie und in der Intensivmedizin. Und bin seit 1998 in eigener Praxis niedergelassen in Nürnberg mit dem Praxisschwerpunkt traditionelle chinesische Medizin und Naturheilverfahren. Ich habe mich schon 2009 sehr intensiv mit der Schweinegrippe beschäftigt. Damals hat Professor Drosten schon eine relevante Rolle gespielt. Und als es dann Anfang 2020 zu den ersten Corona-Infektionen kam, habe ich mir natürlich entsprechend Gedanken gemacht, weil eben dieser Professor Drosten dann im Grunde genommen ja der alleinige Berater der damaligen Bundeskanzlerin Frau Merkel war. Die Corona-Infektionen sind bekanntermaßen saisonale Erkrankungen, die Atemwegserkrankungen hervorrufen und auch in einzelnen Fällen sicher auch mal eine schwere Lungenentzündung machen können. Aber für mich war von Anfang an klar, dass es hier doch wahrscheinlich um ganz andere Dinge geht als um eine relevante Infektion. Ich habe mich dann auch sehr früh den Medizinern und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie unterstützend angeschlossen und auch den Ärzten für Aufklärung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass über diese Webseiten viele Patientinnen und Patienten sich auch aus größeren Entfernungen an mich gewandt haben, weil sie unter der Maske entsprechende gesundheitliche Störungen entwickelt haben und Ärzte und Ärztinnen gesucht haben, die im Rahmen der Ausnahmeregelung des Infektionsschutzgesetzes sogenannte Maskenatteste ausgestellt haben. Ganz so viele waren es ja nicht, Wolfgang. Wir waren ja da nur wenige Ärzte, die sich das getraut haben, weil viele wahrscheinlich schon befürchtet haben, dass es da dementsprechende Repressalien gibt. Ich gehöre auch zu den Ärzten. Wir haben ja von Seiten MWGFD im Juni 2020 einen Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen gestartet, uns zu unterstützen und im Falle von Beschwerden eben den Menschen Maskenatteste auszustellen. Daraufhin haben sich einige auch in unsere Unterstützerlisten und Therapeuten eintragen lassen. Und die wenigen Ärzte, die sich getraut haben, die sind natürlich von vielen Patienten aufgesucht worden. Meine Praxis ist auch so eine Pilgerstätte geworden und ich stehe ja und stand ja auch wie du jetzt aktuell vor Gericht. Und diese Patienten sind auf uns quasi eingeströmt, aber wir hatten ja eigentlich keine andere Wahl und du bist ja als Anästhesist optimal ausgebildet und weißt ja, was vorliegt. Und vielleicht kannst du nochmal schildern, was uns Ärzte da bewogen hat, zu sagen, wir müssen den Menschen helfen, die Masken tragen müssen, weil wir ja wissen, was wissenschaftlich da den Menschen droht, was aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht
an Gefahren bezüglich des Maskentragens besteht. Und da bist wahrscheinlich du besonders prädestiniert als Anästhesist, darüber zu sprechen. Ja, ich habe mich jahrelang in der Intensivmedizin und der Anästhesie mit den Atmungsparametern beschäftigen müssen, mit CO2-Werten, Übersäuerung im Gewebe und den sich daraus ergebenden gesundheitlichen Beschwerden. Es war von wissenschaftlicher Seite ja völlig klar, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass Masken eine Virusinfektion verhindern können. Nicht einmal FFP2-Masken können das. FFP2-Masken sind Partikelschutzmasken und bis Anfang 2021 stand ja auch noch in den Beipackzetteln der FFP2-Maske, dass sie keinen sicheren Schutz vor einer Virusinfektion darstellen. Mir war klar, dass über die Rückatmung die Totraumvergrößerung besonders bei Kindern relevante gesundheitliche Entwicklungsstörungen oder auch körperliche Störungen auftreten können. Und ich habe im Rahmen der hilfversuchenden Mitmenschen, wenn sie entsprechende gesundheitliche Störungen mir am Telefon glaubhaft geschildert haben, dann auch vor einem persönlichen Termin in der Praxis Maskenattest ausgestellt. Das war unsere Pflicht, würde ich mal sagen, Wolfgang, weil wir wissen, was eben passieren kann. Wie du gerade gesagt hast, es gibt keine Studie, die bewiesen hat, dass Masken vor Atemwegsviren schützen, weder aktiv noch passiv. Und es gibt zig, und es gab auch zum Zeitpunkt des Einführens der Maskenpflicht zig Studien, die bekannt waren, die eben, wie du gerade geschildert hast, über die Rückatmung von CO2, eben die Gefahr der Kohlendioxidvergiftung sprechen. Ich habe selber mit einigen Kollegen von MEGFD Messungen an Kindern gemacht, die Masken tragen mussten. Das haben wir im April 21 in Baden-Württemberg durchgeführt an freiwillig rekrutierten Kindern, die zwischen 6 und 17 Jahren alt waren, 45 an der Zahl. Und wir haben die gemessen, wie ist die CO2-Konzentration der Einatemluft beim Maskentragen. Und wir konnten feststellen, dass schon nach ein, zwei Minuten des Maskentragens die Werte um über das Sechsfache des Grenzwertes, den das Umweltbundesamt als gesundheitsbedenklich bei Kindern einstuft, das sind 0,2 Volumenprozent. Wir wissen ja, dieses CO2 in der Luft liegt mit etwa 0,04 Volumenprozent vor. Und wenn halt viele Menschen in einem Raum sind, dann steigt das CO2 an. Und bei 0,1 Volumenprozent sollte man schon mal lüften. Und bei 0,2 Volumenprozent, also das Fünffache des Ausgangswerts, da wird es dann schon bedenklich. Und diese Kinder hatten während des Maskentragens nach kürzester Zeit durchschnittlich einen über sechsfachen Anstieg dieses Wertes, also über sechsfach über dem Grenzwert liegend. Und ein Kind mit 7 Jahren hat durch eine sehr schnelle Atmung und eine sehr große Maske, das Totraumvolumen war da sehr, sehr groß, einen Wert von 2,5 Volumenprozent erreicht, also mehr als das Zwölffache des eigentlich zulässigen Wertes. Und das tragen die Kinder ewig lang. Und wir Ärzte sind natürlich aufgerufen, den Menschen sofort zu helfen. Das ist unsere Pflicht, auch in der Prävention schon, dass wir eben schwere Krankheiten verhindern. Also du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, den Patienten Atteste ausgestellt, auch nach Telefongesprächen, hast die dann zu dir in die Praxis immer einbestellt. Ja, ich habe zum großen Teil, weil das der Andrang war ja überhaupt nicht zu bewältigen, ich habe zum großen Teil eben mir am Telefon oder per E-Mail die gesundheitlichen Störungen, die aufgetreten sind, unter der Maske glaubhaft schildern lassen. Und anhand meiner Expertise als Anästhesist und Intensivmediziner war für mich völlig klar, dass ich diesen Menschen dann auch ein entsprechendes Attest ausstellen muss. Hätte ich das nicht getan, bin ich der Meinung, hätte ich mich auch der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Aus diesem Grunde habe ich diese Maskenatteste ausgestellt und ich habe dann bei den persönlichen Terminen, die zum Teil 2, 4 oder auch im schlimmsten Fall 8 Wochen nach der telefonischen Kontaktaufnahme stattfanden, mir einfach ein Bild gemacht, wie die Situation jetzt ohne Maske aussieht, ob es irgendwelche Probleme mit der Akzeptanz des Maskenattestes gibt. Und da hat es genug Probleme gegeben, vor allen Dingen natürlich auch in den Schulen. Und das hat letzten Endes natürlich auch dazu geführt,
dass die Schulen entsprechende Anzeigen beim ärztlichen Kreisverband oder bei der Staatsanwaltschaft gemacht haben. So ähnlich war es bei mir. Ich habe insgesamt 1096 Atteste ausgestellt, habe dann im Dezember 2020 die polizeiliche Durchsuchung gehabt meiner Praxis und meines Privathauses, jeweils 10 Polizisten. Da haben die dann die 1096 Atteste, die ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gezählt hatte, aber die halt zusammen in 3 Ordnern gesammelt hatte, eben in der Praxis entgegengenommen und dann eben diese Zahl 1096 gefunden. Dann hat der Staatsanwalt das Ermittlungsverfahren eingeleitet und am Schluss wurden mir davon 95 Fälle vorgeworfen, die angeblich falsche Gesundheitszeugnisse darstellten. Ich war dann im ersten Instanz vor dem Amtsgericht 8 Verhandlungstage und dann kam am Schluss ein Urteil raus von 20 Monate Haft auf Bewährung und 50.000 Euro Geldstrafe und ein eingeschränktes Berufsverbot im Sinne, dass ich keine Maskenatteste mehr ausstellen darf. Ich bin dann in Berufung gegangen vor dem Landgericht Passau und am 15. November 2022 war dann das Urteil verringert auf ein Jahr Haft auf Bewährung und 50.000 Euro. Und dieses Verbot, Maskenatteste auszustellen, wurde wieder aufgehoben. Wir sind dann noch in die Revision gegangen. Also in dem zweiten, in dem Berufungsverfahren waren dann 24 Fälle von Kindern übrig geblieben. Das muss man sich mal vorstellen. Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, wo ich ja. Im Grunde genommen zugegeben hatte, dass ich die Kinder selber nicht gesehen hatte. Die Mütter haben die Beschwerden geschildert, so eindeutig, dass ich handeln musste. Es hätte gar nichts gebracht, wenn das Kind da gewesen wäre, wäre ich zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Und wenn das Kind extra einen Termin kriegt, dann wäre alles verzögert worden. Bei dir war es ja dann ähnlich. Wenn wir das wissen, müssen wir handeln, Wolfgang. Wir wissen, wie viele Kinder in den Schulen kollabiert sind. Es gab wirklich schwere Fälle, wo Kinder im Sportunterricht beim Maskentragen dann zusammengebrochen sind, auch in der Schule sitzen. Und wir müssen als Ärzte, wir sind verpflichtet, als Ärzte eben so etwas zu verhindern. Das nennt man ganz schlichtweg Prävention. Ich erinnere daran, dass in der Berufsordnung für Ärzte, ich habe das in meinen Plädoyers auch immer angeführt, in Paragraph 2 allgemeine ärztliche Berufspflichten, ich lese das mal kurz vor, da steht drin: Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Und in Paragraph 2 Absatz 4 heißt es dann, Zitat, der Arzt darf hinsichtlich seiner ärztlichen Entscheidung keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. Das heißt, Juristen oder irgendwas sonst hat uns keine Weisung zu geben. Wir müssen gemäß unseres Gewissens handeln und das haben wir getan, das hast du getan, das haben andere Kollegen getan und das ist für uns natürlich unvorstellbar, dass man uns das zum Vorwurf macht. Und wie lautet der Vorwurf gegen dich konkret, Wolfgang? Magst du den präzisieren? In wie vielen Fällen wirft man dir jetzt angeblich falsches Verhalten vor? Also auch bei mir hat natürlich eine Praxisdurchsuchung stattgefunden am 26.01.2021 und in der Anklageschrift ging es dann um 264 Fälle von unrichtigen Gesundheitszeugnissen, wieder besseres Wissen und Gewissen. Das hat sich im Rahmen der bisher stattgehabten 5 Verhandlungstage offensichtlich auf etwa 100 reduziert. Genau kann ich das nicht sagen. Derzeit werden Zeugen vernommen. Man sucht hier bei den Zeugenvernehmungen nach Dingen, die man mir zur Last legen kann. Ein weiterer Punkt bei den Verhandlungen ist immer noch die Telemedizin-Richtlinie, die es seit 2018 gibt, die uns Ärzten ja auch ermöglicht hat, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen durch Schilderung von gesundheitlichen relevanten Beschwerden am Telefon auszustellen. Aber bei Maskenbefreiungsattesten ist das offensichtlich nicht möglich. Da hätte man eine persönliche Untersuchung vornehmen müssen, bevor man diese Atteste ausstellt. Beides wird als ärztliches Gesundheitszeugnis gewertet. Und für mich ist es eindeutig ein Zeichen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Absolut. Und unser Anwalt, wir haben ja beide dieselben Anwälte, ja. Professor Edgar Weiler und Dr. Andreas Geipel, die uns sehr gut vertreten. Und Andreas Geipel hat neulich herausgefunden, dass im Ärzteblatt 2019, glaube ich, stand schon drin, da ging es um Telemedizin,
dass ob irgendein Verfahren oder eine Maßnahme telemedizinisch abgearbeitet werden kann, diese Entscheidung obliegt nur uns Ärzten und niemanden anders. Da Genau. muss man auch drauf eingehen. Und es wurde auch in meiner Revision nicht berücksichtigt, die Telemedizin. Meine Fälle wurden jetzt auf 14 Fälle gekürzt, also auf 12 Fälle von den 24, blieben 12 Fälle, über die Hälfte hat man weggestrichen. Wir haben eine Anhörungsrüge jetzt gemacht, meine Anwälte, und wahrscheinlich werden wir eine Verfassungsbeschwerde machen, weil auch wiederum die Telemedizin nicht berücksichtigt wurde. Und wo wir doch wirklich beide und alle Ärzte, die jetzt vor Gericht stehen, hoffen müssen, dass endlich die Juristen, sie klammern ständig aus, sie kehren ständig unter den Teppich, die Staatsjuristen, dass sie endlich mal sich äußern oder in Augenschein nehmen, wie es denn um die eben fehlende medizinisch-wissenschaftliche Evidenz der Maskenpflicht steht. Das wird immer wieder ausgeklammert. Man möchte uns zum Vorwurf machen, dass diese Maskenatteste angeblich falsche oder unrichtige Gesundheitszeugnisse seien, weil man für ein Gesundheitszeugnis die Menschen untersuchen muss. Und wenn ich das zitiere, was in dem Paragraph 278 drin steht, ich habe es jetzt gerade nicht zum Vorlesen da, aber ich denke, so in etwa wird stimmen. Also da heißt es doch etwa, wer als Arzt oder Medizinalperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen, wieder besseres Wissen, also unrichtiges Zeugnis, erstes Tatbestandsmerkmal zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen. Also ein Maskenattest dient dem alltäglichen Leben. Ob eine Schule eine Behörde ist, da kann man drüber streiten. Und eins wissen wir definitiv, wieder besseres Wissen ist auf keinen Fall gegeben. Und eigentlich müssten, damit es zu einer Verurteilung kommen kann, alle drei Tatbestandsmerkmale dieses 278 vorliegen. Und Letzteres, wer soll uns Letzteres nachweisen? Wir haben uns mit der wissenschaftlichen Faktenlage beschäftigt. Wir wissen um die Gefahren des Maskentragens, um die Sinnlosigkeit. Und wir müssen handeln. Wir können als Ärzte hier nicht schweigen. Wir müssen handeln. Und wir, weiß der einer der Passus in der Genfer Deklaration lautet ja, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Das heißt, wir müssen uns sogar Bedrohungen aussetzen. Wir dürfen davon nicht zurückschrecken, dass uns irgendwelche Leute die Pistole auf die Brust halten und uns mundtot machen wollen. Nein, wir als Ärzte sind berufen dazu, das Richtige und Wichtige für unsere Patienten zu tun. Das fordert unsere Berufsordnung, das fordert unser Berufsethos. Das hast du gemacht, das haben andere Kolleginnen gemacht und ich habe es auch gemacht. Und wir werden dazu nicht schweigen. Und ich denke, wir werden weiterkämpfen, bis wir alle einen Freispruch bekommen. Und jetzt musst du mal sagen, du hast ja erstaunlicherweise bei uns, bei fast allen, fängt das Ganze ja in der unteren Instanz vor einem Amtsgericht an. Und bei dir hat man gleich eine Besonderheit gemacht. Erzähl mal. Ja, in meinem Falle war es so, dass von Seiten der Staatsanwalt der Antrag gestellt wurde. Ich glaube, laut Paragraph 74 Strafprozessordnung des Verfahren wegen der Schwere der Delikte und des großen öffentlichen und medialen Interesses vor dem Landgericht zu eröffnen. Die Anwälte haben natürlich den Antrag gestellt, wie in den meisten anderen Fällen auch, das Verfahren vor dem Amtsgericht zu eröffnen, aber das wurde vom zuständigen Richter abgelehnt, sodass ich jetzt gleich vor dem Landgericht gelandet bin, was mir natürlich auch eine Berufungsinstanz nimmt. Denn die Genau, einzige du hast genau, das müssen wir vielleicht erklären, dass damit eine Instanz genommen ist, die man weiterhin in die Berufung gehen kann. Genau. Also du bist gleich vor dem höheren Gericht, vor dem Landgericht und dann ist Nein, praktisch ja, ich bin vor dem der Landgericht Bundesgerichtshof mehr kommt und dann das. vor dem Bundesgerichtshof. Genau, und bei mir war Das es Amtsgericht, Landgericht und dann bayerisches oberstes Landesgericht und wir können war dann auch noch eine Verfassungsbeschwerde machen. Wir können auch weitergehen bis hin zum Europäischen Gerichtshof und werden das auch tun, weil es einfach nicht gilt, hier klein beizugeben. Vielleicht magst du mal kurz andeuten, vielen von uns wären ja im Rahmen von Rechtsgesprächen, wo sich dann der Richter, Staatsanwaltschaft und die Rechtsanwälte, die uns vertreten, zusammensetzen und so ein quasi so ein kleines, so ein Deal aus, ja, klabüstern und ausmachen wollen. Aber ich meine, wenn wir wissen um unsere um die Sinnhaftigkeit unseres Vorgehens, dann können wir uns doch nie und nimmer auf so einen Deal einlassen. Bei dir war es ja ein ganz brutaler Deal. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, ob wir uns so genau äußern können, aber ich finde es bestens, dass du ihn abgelehnt hast. Ich weiß nicht, ob du da einen kleinen Hinweis geben willst, was so etwa bei Ja. dir so als Bei Deal mir hat es angeboten wurde. erstaunlicherweise gleich im zweiten Termin ein Rechtsgespräch gegeben. Das Ergebnis war aber in keinem Fall für mich, auch nicht für meine Anwälte akzeptabel, sodass es jetzt einfach weitergeht.
Zu den primär veranschlagten 15 Verhandlungstagen sind mittlerweile noch 2 dazugekommen. Und im nächsten Verhandlungstag sollen mit den Anwälten weitere Verhandlungstermine bis zum Ende des Jahres verabredet werden. Also du bist das ganze Jahr beschäftigt und das Schlimme ist ja, dass so zum einen geht es einem gewaltig aufs Gemüt, es stresst einen, man kann in der Zeit natürlich keine Praxis machen, auch im Vorfeld muss ich vorbereiten. Und ein sehr unschöner Nebeneffekt ist natürlich, es kostet nicht unerheblich Geld, denn so ein, muss man einfach mal sagen, so ein Gerichtstag, die Anwälte müssen anreisen, müssen sich vorbereiten, das sind locker mal und 2 Anwälte muss man mindestens nehmen, die gut sind, ich habe es auch bei mir gesehen. Ich hatte dann auch 3 Anwälte am Schluss. Da kommen schnell mal pro Gerichtstag 2.000 Euro oder mehr zusammen. Ja. Und das mal 17, wer weiß, wie weit es bei dir geht. Das ist auch wahrscheinlich eine Maßnahme, die einfach dazu da ist, dir irgendwie Daumenschrauben anzulegen, dich irgendwie klein zu machen und dich irgendwie zum Aufgeben zu nötigen. Aber das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, weil hier geht es wirklich um die Wahrheit. Und hier geht es darum, unsere Patienten zu schützen. Und ich finde es klasse, dass du dich dem stellst, Wolfgang. Ich finde es super. Und ein Grund, weswegen wir uns heute hier unterhalten, ist einfach auch der, dass wir bitten wollen oder dass ich bitten will, auch von Seiten MWGFD Wolfgang zu unterstützen, Wolfgang Urmetzer, natürlich auch die anderen Kollegen, die noch vor Gericht sind. Aber bei dir ist ein besonders krasser Fall mit den ganz, ganz vielen Verhandlungstagen, die unendlich eben auch Kosten erzeugen. Und zum einen, ich habe es bei mir selber gemerkt, es tut einem wahnsinnig gut, wenn man unterstützende Briefe bekommt, wenn Leute bei den Gerichtsterminen da sind, wenn Leute auf den Straßen stehen, aber natürlich ruhig und eher im Sinne von Mahnwache, nicht zu irgendwelchen lautstarken Aktionen aufgerufen werden, sondern einfach zeigen ihre Anteilnahme, im Gerichtssaal mit dabei sind. Und natürlich kann man natürlich auch finanzielle Unterstützung brauchen. Und da möchte ich jetzt für dich werben. Und wir erlauben uns aus diesem Grund, am Schluss des Videos auch Wolfgangs Kontonummer einzublenden beziehungsweise im Text unter diesem Video aufzuführen, weil jede Unterstützung gut tut. Also wir richten uns, wir wenden uns nicht an die Menschen, denen es schwerfällt. Ich weiß, dass die Menschen immer weniger Geld in der Tasche haben. Es gibt Menschen, die können auch eine kleine Geldspende machen, ohne dass es ihnen wehtut. Und alle anderen, die es nicht können, die dienen uns auch, nützen uns auch, Wolfgang. Ich denke, ich spreche da auch für dich durch ihre positiven Gedanken, durch ihre Gebete, durch ihre positiven Kommentare. Und wir brauchen die Unterstützung. Ich habe selber in meinem Verfahren gemerkt, wie gut einem das tut. Ich möchte hier für dich, weil ich dich als sehr angenehmen Kollegen wertschätze und wir kennen uns von einigen Demonstrationen, wo uns auch begegnet sind. Ich weiß um deinen Einsatz und ich möchte für dich werben, dass du hier Unterstützung erfährst. Und ich bitte alle unsere Zuschauer und Unterstützer hier, auch Wolfgang, zu helfen, soweit es ihnen möglich ist. Vielleicht jede Wolfgang, Entschuldigung. Jede Unterstützung, egal in welcher Form, jeder positive Gedanke, jede gute Energie, jedes Gebet, jede angezündete Kerze und natürlich auch finanzielle Unterstützung, soweit jemand das kann, helfen mir in dieser schwierigen Situation, machen mir Mut, aufgeben ist eh keine Option. Und ich habe den tiefen Glauben, dass am Ende die Wahrheit, die Liebe und das Gute siegen werden. Es ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Wolfgang. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es eben anderen Ärzten auch so geht, die immer noch vor Gericht stehen. Ja. Und ich möchte in dem Zusammenhang an 2 Ärzte besonders erinnern, die uns nahe gehen. Das eine ist Dr. Jens Bengen, Urologe, der als erster Blanko-Maskenatteste zum Download ins Internet gestellt hat, in dessen Text er lediglich bestätigte, dass das Tragen eines Mundschutzes für die Person, die dann oben sich einträgt, aus medizinischen Gründen nicht ratsam ist. Das ist absolut eindeutig eine wahre Information. Er hat natürlich dann massivsten Stress und Druck bekommen von Seiten der Strafverfolgungsbehörden. Und er hat offensichtlich keinen anderen Ausweg gesehen, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ich möchte hier an unseren lieben Kollegen Jens Bengen erinnern. Und ich möchte erinnern an die Kollegin Dr. Gudrun Ströer, die vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung, das war die erste Instanz, verurteilt wurde, weil sie Maskenatteste ausgestellt hatte. Und noch vor Beginn des Berufungsverfahrens am 29. April 2023 unter wirklich etwas eigenartigen Umständen dann ums Leben gekommen ist, gestorben ist. Also
Ich bin sehr traurig über diese Fälle und wir wissen, dass einige andere Kollegen wie Carola Jawed-Kistl oder Bodo Schiffmann auch aufgrund der Nachstellungen das Land bereits verlassen haben und in anderen Ländern Zuflucht gefunden haben. Und es ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass man versucht, uns durch diese Repressalien mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen. Aber wir können nicht, wir werden nicht schweigen, weil wir für unsere Patienten hier aufstehen müssen und uns einsetzen müssen. Und wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt, können wir gar nicht anders. Da können sich unsere Patienten darauf verlassen. Und wie du gerade sagst, am Schluss wird die Wahrheit siegen. Und da hoffen wir und dass das möglichst bald der Fall sein wird. Und ich bitte auch hier, ich wende mich jetzt an alle Juristen, die im Staatsdienst beschäftigt sind, bitte verschließt euch nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die wenigen Publikationen, die von Seiten der Befürworter einer Maskenpflicht herangezogen werden, die angeblich für die Sinnhaftigkeit einer Maskenpflicht sprechen, die beruhen entweder lediglich auf sehr abstrusen Modellrechnungen oder sind vom Zahlenmaterial derart dürftig, dass sie wirklich nicht ernst zu nehmen sind. Das haben uns zahlreiche Wissenschaftler immer wieder bestätigt. Das sind Studien, mit denen kann man wirklich keinen Punkt gewinnen, aber die werden lustigerweise vorgetragen. Alle zahlreichen anderen Studien bestätigen, dass Maskentragen, was die Abwehr von Atemwegsviren betrifft, keinerlei Sinn macht und dass es extrem gefährlich ist, wie wir gerade versucht haben auszuführen. Deswegen müssen wir wirklich hier zu einem vernünftigen Ende kommen. Und ich wende mich an alle Staatsanwälte, an alle Juristen. Ihr habt auch einen Eid geleistet, dem deutschen Volk, der Bevölkerung, dem Land, dem Grundgesetz gegenüber. Und bitte öffnet euch. Was wir Ärzte machen, ist kein Verbrechen, sondern es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, die wir den Patienten gegenüber haben. Und es wäre so gut, wenn bald ein vernünftiges Urteil all diese Fälle jetzt beenden würde und endlich hier Gerechtigkeit wieder aufkäme. Und hierfür bitten wir, und ich danke jetzt an dieser Stelle auch allen unseren Unterstützern und Zuschauern, die uns immer wieder gute Kommentare schreiben, die uns durch ihre Gedanken, Gebete und Werke und auch finanziell natürlich unterstützen. Ich danke von Seiten MEGFD euch allen, dass ihr unsere Projekte immer fördert. Und wie gesagt, ich bitte euch auch hier, Wolfgang Urmetzer, unseren lieben Kollegen, zu unterstützen. An dieser Stelle, denke ich, beenden wir jetzt das Video. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse und bis zu einem nächsten Video. Danke, Wolfgang, dass du Zeit gefunden hast. Servus. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, vor allen Dingen an alle, die weiterhin für die Gerechtigkeit und für die Wahrheit kämpfen. Danke dir, Danke. Wolfgang.